So, hallo Leute, schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute werden wir einmal eine Scheibe reinigen. Und zwar habe ich mir da was besorgt. Ich zeige euch das einmal. Das ist im Prinzip von Liquid Elements. Quarz Clean Nano Glasreiniger. Es ist im Prinzip irgendwie so etwas milchigeres Zeug. Das muss in die Scheibe einpoliert werden. Und dann mit einem trockenen Tuch auspoliert werden. Um hier irgendwie zu vergleichen, was das jetzt wirklich kann, werde ich die Scheibe im Prinzip auf der anderen Seite mit einem ganz normalen Glasreiniger reinigen. Und ich hoffe, dass wir danach einen Effekt sehen, ob sich wirklich die Investition lohnt, sich so ein Spezialzeug zu kaufen oder ob es auch der 99 Cent Glasreiniger tut. Dafür schwenken wir jetzt einmal aufs Auto und dann zeige ich euch mal, wie es funktioniert. So, wir werden jetzt erstmal die Beifahrerseite mit einem ganz normalen Glasreiniger reinigen. Das ist im Prinzip nichts Besonderes, kennt man von zu Hause, Scheiben reinigen, einfach aufsprühen und einmal abwischen. So, die Seite wäre jetzt fertig. So, und hier müssen wir jetzt einmal einsprühen. Einmal schön einreiben alles. So, und dann steht da im Prinzip auf der Flasche so 5 bis 10 Sekunden lang einwirken lassen. Und dann einfach rauspolieren. So, ich denke mal, die 10 Sekunden sind um. So, und jetzt ich schaue mal einmal kurz. So ein paar Flecken sind hier noch drauf. Man sieht ja gut, die meisten Flecken sind irgendwie noch von innen wohl. So, das Zeug heißt Quarz Nano Plus Versiegelung. Wenn ich irgendwie was mit Nano und sowas höre, dann habe ich eigentlich die Erwartung, dass das irgendwo auch die Scheibe so ein bisschen versiegelt. Das heißt, irgendwie so eine Art Lotus-Effekt oder ja, auf jeden Fall ein besseres Abperlen des Wassers realisiert. Das werden wir jetzt einmal testen. Ich werde mal eine Wasserflasche nehmen. Und im Prinzip über beide Seiten Wasser laufen lassen und dann schauen wir mal, welche Seite einfach besser abperlt, ob die überhaupt besser abperlt. Ne? Keine Ahnung, müssen wir mal schauen. Dann schauen wir erstmal die ganzen, also die mit dem Glasreiniger behandelt wurde. Also da läuft das Wasser einfach runter, ohne irgendwie Tropfen zu bilden oder so. Das kennt man eigentlich von diesen Versiegelungen, dass die dann im Prinzip kleine Tropfen bilden, die dann leichter abperlen. Bin mal gespannt, wie das hier jetzt aussieht. Ja, also jetzt sieht man eigentlich richtig gut, dass wir auf der Seite mit dem Glasreiniger einfach nur eine Fläche haben, die runterläuft. Auf der Seite mit dem Liquid Elements Quarz, ja, ich weiß gar nicht, Quarz Dado Plus, keine Ahnung, wie das heißt. Auf der Seite haben wir wirklich so eine ganz feine Tropfenbildung. Um das eigentlich nochmal wirklich zu prüfen, ob das jetzt wirklich was bringt, müsste man natürlich jetzt bei Regen einfach mal über die Autobahn fahren, weil viele Hersteller von diesen Nanoversiegelungen geben halt an, dass man ab 120 km/h bei Regen sogar ohne Scheibenwischer fahren kann, weil das dann so nach hinten einfach abperlt. Kann ich jetzt nicht testen. Wir haben, ich glaube, 26 Grad draußen. Regen ist nicht in Sicht. Aber ich denke mal, das ist schon mal ein guter Eindruck, um einfach mal einen Vergleich zu bekommen zwischen einer versiegelten Scheibe und einfach nur einer gereinigten Scheibe.
Diese Versiegelung ist Reiniger und Versiegelung in einem. Das heißt, wir müssen die Scheibe vorher nicht noch separat säubern, sondern können im Prinzip zwei Schritte mit einem Produkt direkt ja, erlegen. Ich denke, das Ergebnis ist ganz in Ordnung. Es war jetzt einfach nur mal, ich habe das Zeug bekommen und ich dachte, ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Den Link zum Produkt findet ihr natürlich in der Videobeschreibung, falls euch dafür interessiert. Ansonsten verabschiede ich mich und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.